Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zu einer neuen Kolonie, die ich jetzt seit gestern ungefähr habe. Das ist eine Leptothorax-Speck-Kolonie. Speck, weil ich nicht weiß, welche Art es genau ist, weil die sich nun mal sehr ähneln. Ich werde wirklich versuchen, die nächsten Tage mal rauszufinden, was genau es ist. Das kann aber recht schwierig werden, weil, wie gesagt, diese Gattung wird halt, also die einzelnen Arten dieser Gattung werden anhand von einzelnen Haaren oder Segmentabschnitten bestimmt. Das wird also nicht so einfach. Ich habe diese Kolonie jetzt seit circa 12 Stunden. Die ist also recht frisch hier. Gefunden habe ich sie in einem Zweig. Das ist typisch für Leptothorax-Kolonien, weil die sehr klein sind. Erstens nur circa 300 Arbeiterinnen groß, maximal. Und halt auch individuell sehr klein sind und deswegen oft in sehr, sehr kleinen Nestern hausen, zum Beispiel kleinen hohlen Zweigen oder hohlen Eicheln, wo die halt dann drin nisten können. Also man findet sie halt am besten, wenn man wirklich einfach in den Wald geht und dann sich hinsetzt und alte Eicheln aufknackt oder kleine Zweige aufknackt, wo man halt glaubt, die könnten vielleicht drin sein. Das sieht man auch hier jetzt, wenn ich mal die Abdeckung vom Nest abnehme. Wie man sieht, ist das Nest sehr, sehr klein und die Kolonie passt trotzdem mehr als nur ausreichend hinein. Es ist also wirklich so, dass die wirklich in kleinste Pässe reinpassen und sich wirklich in winzigen Spalten aufhalten. Normalerweise, ich habe das jetzt einfach mal kurz zusammengeschustert, ist nichts Besonderes. Diese Kolonie hat zwei Gynen, deswegen bin ich mir auch sicher, dass es eine Leptothorax-Kolonie ist, weil Temnothorax-Kolonien, die sehr ähnlich aussehen, sind monogyn, heißt, sie haben nur eine Königin. Eine Königin sieht man auch da vorne. Ich denk, man erkennt es sehr gut. Die Arbeiterin mit, also die Arbeiterin mit dem größeren Gaster da, ist eine der beiden Königinnen. Die zweite werde ich jetzt auch mal ganz kurz suchen. Also, die zweite konnte ich leider nicht finden. Tut mir leid deswegen, aber eine haben wir schon gesehen hier. Man erkennt sie halt an dem größeren Gaster und den Narben, wo die Flügel waren. Dort am Thorax. Das ist die ganze Kolonie. Also, ein paar sind dort vorne Honig am Schlürfen. Sind auch wirklich sehr aktiv, wenn man bedenkt, dass ich sie erst seit 12 Stunden habe und sie zwangs umziehen mussten in dieses Nest. Ich halte sie momentan in dieser kleinen Box. Das werde ich natürlich ändern. Ich suche morgen mal nach irgendeiner vernünftigen Box, wo ich sie auch dann dauerhaft unterbringen kann. Aber es muss nicht wirklich viel größer sein. Also so eine Ferrero Rocher Box wird schon ausreichen für die ganze Kolonie. Angeboten habe ich denen jetzt mal Honig. Das nehmen die auch gut an. Ich werde morgen mal versuchen, sie zu füttern mit Proteinen. Werde ich auch schauen, ob das funktioniert. Ansonsten, was eigentlich zur Temnothorax-Kolonie? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde, sobald was Interessantes passiert, auch ein Update zu der Kolonie machen. Also freut euch schon mal darauf. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert und natürlich abonniert den Kanal. Falls ihr Interesse habt, würde ich auch ein Video machen dazu, wie man eine solche Kolonie finden kann. Das ist manchmal nicht ganz so einfach und ich denke, wenn ich euch ein paar Kniffe zeige, wird es auch einfacher für euch sein. Also falls ihr Interesse an so einem Video hättet, schreibt mir einen Kommentar, dann werde ich es bestimmt machen. Also ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bye!